Hey, schön, dass du dich verklickt hast. In diesem Video geht es um das Xiaomi 14. Das habe ich jetzt mehr als vier Wochen ausgiebig getestet und kann euch somit alles sagen, was zu diesem Smartphone wichtig ist. Es gibt ja hier auch schon ein Unboxing-Video vom Xiaomi 14. Das heißt, wenn ihr einfach nur die Specs wissen wollt, dann schaut euch das gerne nochmal an. Aber hier geht es jetzt wirklich um die reale Nutzung und wie es sich so im Alltag geschlagen hat designtechnisch ist das Xiaomi 14 meiner Meinung nach relativ unauffällig. Ich habe es jetzt hier in diesem Jade Green. Ich würde tatsächlich die schwarze Variante vorziehen, weil die hat eine matte Rückseite. Da sieht man die Fingerabdrücke nicht so sehr. Hier sieht man das schon sehr, sehr stark und ich weiß auch nicht, ob das jedem gefällt. Es ist auf jeden Fall kein sonderlich auffälliges Design auch vom Kamerabumper her. Wir haben halt flache Seiten. Ist aber soweit in Ordnung. Ich muss dazu sagen, ich habe es die fast die ganze Zeit mit der mitgelieferten Hülle benutzt. Ich habe ja schon beim Unboxing gesagt, dass die sich anders anfühlt als die normalen Xiaomi-Hüllen. Es ist ja auch eine graue und keine durchsichtige. Ich würde sagen, sie lässt das Smartphone billiger wirken, als es tatsächlich ist. Aber die Hülle ist wirklich sehr angenehm. Also, sie hat jetzt keinen besondersen Wow-Faktor. Sie sieht halt sehr, sehr schlicht und langweilig aus. Aber sie fühlt sich sehr, sehr gut an. Und damit schmiegt sich das Smartphone nochmal besser in die Hand. Und da ich das ja kein besonders großes Smartphone ist, ist es wirklich auch mit der Hülle noch total okay. Wenn wir schon über die Größe sprechen, können wir ja mal zum Display kommen. Hier ist ein 6,36 Zoll großes Display verbaut, was glaube ich keine Wünsche offen lässt. Also ich war damit super zufrieden. Zum einen die Rahmen drumherum sind super minimal. Auch der kleine Cutout oben für die Selfie-Kamera stört überhaupt nicht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Auch der Fingerabdrucksensor, der unter dem Display ist, ist sehr, sehr zuverlässig. Für meinen Geschmack halt ein ganz kleines bisschen zu tief angebracht, aber ich ich würde behaupten, dass ich in der ganzen Zeit nicht einen einzigen Fehlversuch hatte. Also die Genauigkeit ist sehr, sehr gut und man gewöhnt sich offensichtlich dennoch sehr gut an die Position. Also bei mir hat es wirklich immer richtig gut funktioniert. Die 1,5K-Auflösung ist von der Schärfe her mehr als ausreichend für diese Displaygröße. Ich glaube sogar, dass eine Full-HD-Auflösung gereicht hätte, aber hier haben wir noch ein kleines bisschen mehr, kann auf jeden Fall nicht schaden. Auch die LTPO-Funktion mit bis zu 120 Hertz lässt hier wirklich alles wunderbar flüssig erscheinen. Es ist aber kein Display, was irgendeinen Wow-Faktor hat. Es ist ein sehr, sehr gutes Display, auch für ein Flaggschiff, aber es hat halt kein Herausstellungsmerkmal im Vergleich zu irgendeinem anderen Flaggschiff. Aber ihr könnt hiermit, glaube ich, super zufrieden sein. Ich finde es besonders ansprechend, wie symmetrisch und dünn die Ränder ringsherum ums Display sind dass wir uns um die Leistung in einem aktuellen Flaggschiff keine Sorgen machen müssten, sollte eigentlich klar sein. Hier ist der Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 verbaut mit 12 GB Arbeitsspeicher. Hierbei handelt es sich um den schnellen LPDDR5X Arbeitsspeicher und auch der interne Speicher ist mit UFS 4.0 von der schnellen Sorte. Und da könnt ihr 256 oder 512 GB wählen. Aktuell ist tatsächlich nur die 512 GB Variante verfügbar auf mi.com, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, euch das Xiaomi 14 zu besorgen. Und dann gibt es natürlich auch noch die 256 GB Variante, denn die liegt unter 1000 Euro. Dann können wir auch ganz kurz über den Preis sprechen. Ja, es ist ein Flaggschiff, das heißt, wir sind hier bei rund 1.000 Euro. 999 Euro für die kleinere Speichervariante mit 256 GB. Ihr bekommt aber trotzdem 12 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, es reicht für die meisten tatsächlich aus. Aber es gibt halt noch die größere Variante mit 512 GB. Theoretisch gibt es auch noch eine Variante mit 16 GB Arbeitsspeicher, was allerdings für den deutschen Markt jetzt so nicht vorgesehen ist. Aber ihr müsst einfach mal in den Händlern gucken. Vielleicht gibt es das ja dann auch. Und dann könnt ihr da nochmal ein bisschen mehr Arbeitsspeicher drauf packen. Ich glaube, ihr braucht es aber nicht. Weil ich habe es ausgiebig getestet in meinen vier Wochen mit dem Xiaomi 14, egal was ich hiermit gemacht habe, hier ruckelt einfach nichts. Auch über die vier Wochen hinweg, das hat sich nicht verschlechtert und oder in irgendeiner Art und Weise verändert, sondern es ist wirklich absolut druckelfrei. Und da trägt sicherlich auch das HyperOS hier seinen Teil zu bei. Denn jetzt gibt es ja hier offiziell kein MIUI mehr, obwohl es sich grafisch jetzt nicht wirklich doll unterscheidet. HyperOS zu MIUI, aber von der Leistung her, ich würde sagen, es läuft jetzt noch mal runter. Das war ja auch ein Anliegen von Xiaomi, das ein bisschen flüssiger laufen zu lassen, auch weniger Speicher zu brauchen. Das haben sie in ihren Präsentationen immer betont. Wer MIUI mochte, wird auch HyperOS mögen und genauso umgekehrt, wer vorher MIUI nicht mochte, wird jetzt HyperOS nicht auf einmal lieben. Aber ich will an der Stelle nochmal dazu sagen, dass ihr eigentlich so viel anpassen könnt dass es am Ende eigentlich jedem anderen Android-Skin entsprechen kann, wenn ihr die entsprechenden Anpassungen vornehmt. Also es ist sehr, sehr flexibel und ich finde, es läuft richtig gut. Und Xiaomi hat ja mit HyperOS auch eine gewisse Vision. Sie wollen jetzt nicht nur für ihre Smartphones und Tablets, sondern auch für die Smartwatches und Smart-Home-Geräte, aber sogar für ihr SU7, also das Auto, was sie jetzt denn in China rausbringen und dann wahrscheinlich irgendwann auch hier. Also daher HyperOS ist ein bisschen globaler gedacht und wirklich... Ein Schritt in die Zukunft für Xiaomi und ich würde sagen, es schlägt sich jetzt hier auf dem Xiaomi 14 schon hervorragend. Was jetzt vielleicht nicht Spitzenklasse ist, aber glaube ich trotzdem hervorragend ist, dass wir hier vier Jahre volle OS-Updates bekommen und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Ja, das sind nicht die sieben Jahre, die Google oder Samsung jetzt versprechen. Die Frage ist, wie viele von uns da draußen ein Smartphone für mehr als vier Jahre behalten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne euer Smartphone auch noch länger als diese vier Jahre, die jetzt hier mit OS-Updates versprochen sind, nutzen würdet. Und fünf Jahre habt ihr auch hier Sicherheitsupdates. Ich würde sagen, das reicht für ein Smartphone-Leben aus, aber ihr könnt mich ja in den Kommentaren gerne berichtigen, wenn ihr das anders seht. Etwas, worauf die Konkurrenz ja sehr, sehr stark setzt, hat Xiaomi jetzt nicht ganz so betont. Zwar gab es zur Präsentation auch ein paar KI-Features, die sie vorgestellt haben, aber aktuell sind die im Xiaomi 14 noch nicht vertreten. Also ich habe die jetzt hier noch nicht testen können, außer dann auf dem Event. Und es sind auch keine Wow-KI-Features. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass man viele Sachen einfach im Nachhinein per Software hinzufügen kann, weil die Chips und alles ist ja hier vorhanden. Xiaomi hat den Fokus halt nicht so stark auf KI gesetzt wie die Konkurrenz, würde ich sagen es muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil irgendwie wird man mit KI auch extrem zugebombt und ob das dann immer wirklich hilfreich ist, sei mal so dahingestellt, aber auch Xiaomi arbeitet an KI Features, also selbst wenn sie jetzt noch nicht vertreten sind, sie sollten in den nächsten Updates dann noch verfügbar sein. KI spielt ja auch bei der Kamera immer eine große Rolle und auch Xiaomi hat gesagt, dass sie die Kameras hier nochmal verbessert haben und haben auch einen starken Fokus natürlich auf die Kameras gelegt, weil sie auch hier mit Leica zusammenarbeiten. Sie haben jetzt auch ein eigenes Institut mit Leica zusammen gegründet und wollen halt wirklich die Smartphone-Fotografie und Videografie aufs nächste Level bringen. Ob das jetzt mit dem Xiaomi 14 schon gelungen ist? Würde ich noch nicht endgültig mit Ja beantworten. Es sind hervorragende Kameras, gar keine Frage. Wir haben hier drei 50 megapixel kameras auf der Rückseite, von der Hauptkamera über eine ultraweit bis zu einer 3,2-fach Zoom-Kamera, die wirklich tolle Bilder und auch Videos schießen. Videos in bis zu 8K, die könnten gerne in schlechten Lichtbedingungen besser sein, wie so oft, aber bei guten Lichtbedingungen sind sie wirklich hervorragend, inklusive der Stabilisierung. Die Hauptkamera mit ihrem 50-Megapixel-Sensor setzt sich auch noch mal leicht von der ultra und der Zoom-Kamera ab, was so die Qualität der Fotos angeht. Aber trotzdem über die gesamte Bandbreite hinweg, finde ich, bekommt man hier sehr, sehr gute Fotos und ist für jede Situation gut gewappnet. Der Dynamikumfang ist klasse. Man kann bei den Farben auch noch ein bisschen einstellen, ob man halt Leica Vibrant haben möchte oder Leica Authentic. Dann kann man entscheiden, ob man es halt ein bisschen natürlicher haben möchte oder ein bisschen poppiger. Finde ich klasse und ich habe ja auch schon mal ein extra Video zur Xiaomi Kamera App gemacht und hier sind natürlich auch wieder unheimlich viele Funktionen enthalten. Es ist jetzt ein neuer Modus mit dabei, der Regie-Modus. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu schreibt. Das versetzt euch in die Lage mit einem Xiaomi-Gerät, was HyperOS drauf hat und diesen Regie-Modus unterstützt. Als Monitor zu nutzen für vier andere. Das macht natürlich Sinn, wenn man dann ein Tablet hat. Das funktioniert auch mit dem Xiaomi Pad 6 zum Beispiel oder dem 6 Pro. Dann könnt ihr bis zu vier Xiaomi 14 oder auch Xiaomi 14 Ultra damit verbinden. Das funktioniert alles kabellos. Einfach den Modus entsprechend in der App auswählen. Und dann könnt ihr auf dem Tablet zum Beispiel schauen, was gerade die Kamera des Xiaomi 14 sieht. Das soll so ein bisschen die, die Profi-Filmsituation nachstellen. Und dort ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll, dass die Kamera den Videofeed an einen Monitor sendet, wo der Regisseur oder auch andere, die da drauf gucken müssen, drauf gucken können, ohne dem äh, Kameramann über die Schulter schauen zu müssen. Inwiefern das für ein smartphone setup wirklich so richtig sinnvoll ist, ich habe da so meine Zweifel. Sicherlich gibt es Use-Cases von bestimmten Creators zum Beispiel, die vielleicht primär mit ihrem Smartphone aufnehmen. Da ja, mag das ein cooles Feature sein, aber ich glaube, es ist ein extremes Nischen. Feature. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dafür eine coole Anwendung habt oder ob ihr sowas überhaupt nutzen würdet. Ich werde es in meinem Workflow, obwohl ich auch gerne auch mal mit einem Smartphone Videos aufnehme, wahrscheinlich eher nicht machen, weil wenn ich Videos mit dem Smartphone aufnehme, dann mache ich das meistens alleine. Und dann brauche ich selten nochmal einen Monitor. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Zur Selfie-Kamera habe ich noch nichts gesagt. Das ist eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera. Macht gute Fotos, ist völlig in Ordnung. Auch 4K-Videos sind hiermit möglich, das muss man bei Xiaomi immer noch mal dazu sagen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Aber ihr könnt hier auch 4K-Selfie-Videos aufnehmen. Der 4610 mAh große Akku leistet hier wirklich sehr gute Arbeit. Ich kam problemlos durch jeden Tag und hatte am Ende des Tages meistens noch so um die 30 Akku übrig. Das reicht also völlig aus. Auch Benchmark-Werte haben bewiesen, dass dieser Akku wirklich absolut solide ist. Wenn ihr zum Beispiel nur Videos schaut, könnt ihr das 18 Stunden lang. Das ist ein absoluter Top-Wert. Speziell, wenn man bedenkt, dass es hier doch noch ein relativ kompaktes Smartphone ist, auch wenn es deutlich über 6 Zoll großes Display hat. Aufladen könnt ihr es auch richtig schön schnell, kabelgebunden mit 90 Watt. Das heißt, ihr habt ungefähr eine halbe Stunde den Akku wieder. Wieder vollgeladen. Und ihr könnt es auch kabellos mit 50 Watt laden. Also da bleiben eigentlich auch keine Wünsche offen. Ich finde es wichtig, dass kabelloses Laden vorhanden ist. Das ist hier der Fall und auch noch richtig schön schnell ist. Einen negativen Punkt gibt es noch zur Software. Wenn man das Smartphone erstmal angepasst hat und alltäglich nutzt, fällt einem das natürlich nicht mehr auf. Aber ganz am Anfang, wenn man es aus der Box holt, ist hier schon relativ viel Bloatware drauf. Das finde ich nicht so toll. Bei einem Flaggschiff sollte das definitiv nicht der Fall sein, dass Xiaomi hier noch über vorinstallierte Apps irgendwie Geld reinbekommt für das Smartphone. Bei günstigen Smartphones kann ich das noch akzeptieren, auch wenn ich es da schon nervig finde. Aber im Flaggschiff sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Meiner Meinung nach ist hier ein bisschen zu viel Blutwert drauf. Einmal aufgeräumt ist das natürlich kein Problem, aber ihr müsst diesen einen Schritt halt noch machen. Ihr müsst einmal diese Bloatware runterschmeißen, das sei denn, ihr wollt alles davon nutzen. Hier sind übrigens auch serie verbaut, die solide klingen. Es gibt einen nach unten gerichteten und der andere ist in der Hörmuschel. Xiaomi untypisch ist mal die obere Seite des Smartphones komplett clean. Also hier gibt es keinen Lautsprecherausgang und auch keinen sichtbaren Infrarotblaster. Vielen Dank für die Kommentare unter meinem Unboxing-Video. Der Infrarotblaster ist jetzt hier ans Kameramodul gewandert. Müsst ihr dann vielleicht ein bisschen aufpassen, wie ihr das Smartphone halten müsst, um das als infrarot zu nutzen. Ich glaube, die meisten machen das aber auch gar nicht ab. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Funktion gerne nutzt. Das Xiaomi 40 ist ein rundum gelungenes, kompaktes Flaggschiff. Ja, es ist trotzdem über 6 Zoll groß, das Display, aber ich dass die Rahmen so schön klein sind und man es wirklich gut in einer Hand halten kann, würde ich es noch fast als kompakt bezeichnen, speziell im Vergleich zu vielen anderen Flaggschiffen da draußen. Das Display ist klasse, die Akkulaufzeit ist lässt für mich keine Wünsche offen. Die Performance sowieso nicht und die Kameras sind auch wirklich richtig gut. Ich kann hiermit richtig tolle Fotos machen und bin auf jede Situation gut vorbereitet mit diesem Kamerasetup. Die einzigen kleinen Kritikpunkte von mir sind zum einen die Bloatware, die am Anfang hier drauf ist, die kann man ja runterschmeißen und der ja doch nicht ganz so kleine Preis. Wenn Xiaomi hier die Konkurrenz ein bisschen unterboten hätte, glaube ich, wäre es Xiaomi 14 für jeden eine Empfehlung wert. So ist es mit den 1000 Euro, die man dafür ausgeben muss. Wahrscheinlich nicht für jeden das richtige Flaggschiff. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Außerdem glaube ich, dass auch Xiaomi hier immer mal wieder Angebote anbieten wird, sodass man das Xiaomi 14 auch ein bisschen günstiger bekommt. Also schreibt in die Kommentare, was ihr vom Xiaomi 14 haltet. Auf dem Weg zu den Kommentaren lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch häufiger verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.